Als Anwalt der Nebenklage vertritt Mehmet Daimergüler mehrere Opferfamilien im UNSU-Prozess. Und jetzt ist er uns aus Bonn zugeschaltet. Guten Tag, Herr Daimergüler. Guten Tag. Die Betroffenen, die Sie vertreten, sind Sie erleichtert, dass der Prozess morgen zu Ende geht? Ja, sie sind erleichtert. Wir haben gerade in den letzten 12, 18 Monaten auch kaum noch neue Erkenntnisse gewinnen können. Wir haben sehr viele prozessuale Spielchen der Verteidigung erlebt. Und wenn man in einem Verfahren nichts Neues mehr erfährt, dann sollte man auch zum Schluss kommen. Ja. Sind Sie denn als Nebenklageanwalt auch zufrieden mit dem Verlauf des NSU-Prozesses? Ja und nein. Ja, ich glaube, es ist gewiss kein geringes Verdienst der Bundesanwaltschaft, nach all den Jahren noch eine Anklage zusammengetragen zu haben, die, wie ich meine, auch bestätigt werden wird morgen. Nach all den Jahren, in denen Akten verschwunden worden sind, Zeugen sich nicht mehr erinnern können, ist es kein leichtes Unterfangen gewesen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass zentrale Fragen nicht beantwortet wurden. Ja, dass sogar zentrale Fragen unerwünscht waren, gerade von den Vertretern der Bundesanwaltschaft. Von welchen Fragen sprechen Sie? Diese Fragen, ja, das sind Fragen, die uns alle betreffen sollten. Ja, das ist die Frage danach, welche Rolle Verfassungsschutzbehörden gespielt haben, welche Rolle die V-Leute gespielt haben. Die Frage danach, wie groß der NSU wirklich ist. Ja, wir müssen davon ausgehen, dass die Trio-These der Bundesanwaltschaft einfach nur ein Fantasieprodukt ist letzten Endes. Ja, wir haben im Verfahren 24 Zeuginnen und Zeugen gehört, die ganz offen zugaben, ja, Kontakt gehabt zu haben zu den Untergetauchten und denen auch geholfen zu haben, mit Geld, mit Waffen etc. Da kann man nicht mehr von einem Trio sprechen. Und wir haben das Thema Rassismus nur am Rande behandeln können im Gerichtssaal, gerade wenn es darum ging, eine rassistisch motivierte Ermittlungsarbeit der Polizei zu adressieren. Ja. Die Morde wurden nicht aufgedeckt, weil die Polizei von der Sekunde 1 an die Opfer kriminalisiert hat, ohne dass es dafür Hinweise gab und gleichzeitig die zahlreichen Zeugenaussagen ignoriert hat, die von zwei deutsch aussehenden Fahrradfahrern an den Tatorten berichteten. Und das sind Themen, die wichtig sind. Und letzten Endes, weil diese Themen nicht adressiert wurden, wird auch... Oh, jetzt haben wir leider Bildprobleme. Das Gespräch mit Mehmet Daimergüler, einem Anwalt der Nebenklage, ist leider gerade abgebrochen. Wir entschuldigen uns dafür. Wir haben mit ihm über den NSU-Prozess gesprochen. Er vertritt mehrere Opferfamilien und morgen trifft das Oberlandesgericht, fällt dort die Urteile im NSU-Prozess. Sie werden morgen verkündet.